Angesichts der räumlichen Nähe liegt die Idee auf der Hand. Mit 2 wissenschaftlichen Bibliotheken und 3 Hochschulen könnte der Alleenring zur großen Wissenschaftsachse Frankfurts werden, die sich über den Palmengarten hinweg bis zum künftigen Kulturcampus verlängert. Nach dem Vorbild des Museumsufers wäre die Campusmeile damit eines der wichtigsten Zukunftsprojekte der Stadt. Es ist eigentlich das, was wir in unserer Stadt genau brauchen. Wir sind Wissenschaftsstadt, wir haben über 60.000 Studenten, wir haben mehrere tausend Professoren hier und wir haben die höchste internationale Quote, sowohl an der University of Applied Sciences als auch in unserer altehrwürdigen Goethe-Universität. Und wenn man das begrifflich, aber auch strukturell ein Stück weiter zusammenfasst beim Bereich Bauen, beim Bereich Mobilität, dann sind wir einen Riesenschritt nach vorne gekommen. Insbesondere das durch den Alleenring zweigeteilte Nordend könnte dadurch eine enorme Aufwertung erfahren. Ich erwarte mir, dass durch sozusagen eine gezielte Entwicklung dieser Campusmeile einfach die Frequenz auch durch die Stadtgesellschaft dort, natürlich auch nochmal durch Studierende, die in größerer Zahl häufiger da unterwegs sein werden, durch Wissenschaftler, durch Menschen, die sozusagen zu diesem Wertschöpfungsprozess Wissen und Bildung was beizutragen haben, dass das alles stark zunehmen wird. Schräg gegenüber der Deutschen Nationalbibliothek baut die bislang im Ostend angesiedelte Frankfurt School of Finance and Management auf dem Gelände der ehemaligen Oberfinanzdirektion ihre neuen Gebäude. Und auf dem sogenannten Campus 2, dort wo früher das Landesarbeitsgericht und so weiter waren, sind jetzt ja Studentenwohnheime schon entstanden und schon bewohnt. Das heißt also, es bringt der Stadt auch eine gewisse Entlastung, was studentisches Wohnen angeht. Auch der Campus Westend der Goethe-Universität könnte durch ein weiteres Großprojekt vervollständigt werden. Den Neubau der zurzeit noch in Bockenheim beheimateten Unibibliothek. Die Idee ist, dass das auch so ein Zugang zum Campus wird, Stichwort Campus Mall, dass man vielleicht im Erdgeschoss, wenn man aus der U-Bahn kommt, erstmal eine Vielzahl von kleinen Shops, Lädchen und so Einrichtungen, die für die Studi-Community und für uns alle da auch wichtig sind und die bislang in dem Stadtteil auch fehlen hat. Man könnte dann über den Bibliotheksbetrieb hinaus überlegen, wie kann man das zu einem Zentrum von Entstehung, Austausch und Kommunikation über Wissen machen. Einen konkreten Anfang macht die Frankfurt University of Applied Sciences, deren Studierende die Campusmeile im kommenden Wintersemester stadtplanerisch entwickeln sollen. Entscheidend für uns sind 2 Dinge. Nicht nur, dass wir die Kompetenz der Architektur haben, sondern dass unsere Studierende auch aus dem Blick eines Studenten tatsächlich diese Campusmeile auch entwickeln können. Offen bleibt in vielen Punkten allerdings die Frage der Finanzierung. Hier hoffen die Initiatoren nicht zuletzt auf private Zuwendungen der äußerst spendablen Frankfurter Stadtgesellschaft.